Und hiermit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben den nächsten Morgen, sind glücklich und zufrieden. Und ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Quest. Genau. Da oben köchelt alles vor sich hin. So wie es sein soll. Ja, auf hier. Genau, wir schauen mal kurz, nicht dass hier einer rumguckt. Der da. So. Habe ich mein Messer nicht dabei? Doch. Den wollen wir ausnehmen. Definitiv. Ein bisschen Fleisch kann nicht schaden. Zack. Ast rein. Okay. Ein Nest. Leer. Schade. Okay. Dann schnappen wir uns mal unser Fahrrad. Und radeln zur Quest hin. Mal nehmen wir mal wegnehmen. Nehmen. Wo ist es denn? Einmal da. Packen wir draußen. Nicht in die Palisaden fahren. Das wäre ungesund. Huch. Okay. Na denn. Let's go. La da da di du. Ach herrlich. So eine kleine Spritztour am Morgen. Vertreib. Kummer und Sorgen. Wunderbar. Herrlich. Die Ausdauer ist trotzdem begrenzt, aber ist egal. Besser als alles zu Fuß zu erledigen. So denke ich zumindest. Und Fahrradfahren ist ja auch gesund. Ja, CO2-neutral. Sehr, sehr wichtig. Wobei ich denke, dass der CO2-Haushalt in dieser Welt hier sowieso stark begrenzt ist. So meine Vermutung. Ah ja, war ja hinterm Haus, glaube ich, ne? Die Quest. Das Benzin holen wir danach. Aber ich habe auch gerade gesehen, dass unser Benzin zur Neige geht. Das ist natürlich nicht so schön, aber da kriegen wir welches. Ja, bitte. Sie wünschen... Sie haben ihren Kopf verloren. Mister... Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für Sie. Aber ich glaube, den brauchen Sie eh nicht mehr. So. Das ruckelt immer noch ein bisschen. Ich habe die Platte immer noch nicht leer. Aber ich hoffe, dass ich alles zügig verarbeitet kriege und dann Platz schaffen kann. Na? Müll. Dachte schon, hier sitzt einer. Ich nehme mal die Scheinwerfer mit. Die scheinen ja irgendeinen Sinn zu haben. Oh, 61 ist ja nicht so dolle. So, mehr war hier nicht, ne? Mehr war hier nicht hier unten. Na, dann gehen wir nach oben. Da warten bestimmt schon ein paar lustige Freunde. Kommt mir hier schon einer entgegengesprungen? Boah, zuck. Wohl. Ja, nice. Während des Fluges den Kopf weggeschmettert. Das muss mir mal einer nahe machen. Aha, okay. Sonst noch was? Nö. Ja, obwohl ich es wusste, habe ich mich erschrocken. So dumm eigentlich. Hallo. Hier ist keiner. Da gibt's nichts. Vielleicht im Klo. Lecker Klowasser. Immer geil. Den können wir zerlegen. Keiner da. Na gut. Dann sind die anderen alle oben. So soll es sein. Dann schaue ich hier rein. So, da ist doch was. Ach, komm. Hau weg. Hat es sich gelohnt? Oh ja. Yeah. Richtig hart. Richtig hart hat sich das gelohnt. So, okay. Da ist noch was. Den Stuhl. Ja, komm, wir nehmen die ganzen Stühle mit. Die können wir auseinandernehmen. Ja, bitte. Ach, da. Huch. Wo ist er denn hin? Mister. Okay.
Das war schon witzig. Da hat er sich in den Boden gebackt. Kann mal passieren. Da ist nichts mehr. Na gut. So, da oben müssen wir noch aufpassen. Da brechen wir super ein. Das ist ein Träumchen. Super Müll. Ja, das können wir mitnehmen. Hier die Grauen, glaube ich, die brechen ein, ne? Oder die? Irgendwas bricht hier ein. Ich glaube, die... Ich glaube, die Grauen. Ja, bitte? Möchtet ihr runterkommen? Boah, Hilfe! Ja, super, das hat ja jetzt gerade richtig passend geleckt hier. Na komm. Okay. Hilfe, nicht einbrechen. Da oben war, glaube ich, auch noch was, kann es sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wow, eine gefütterte Kapuze der Stufe 6. Wow. Kunst des Bergbaus 7. Da müssen wir schauen, ob wir das schon können oder nicht. Das weiß ich nicht. Sichtbereich Mod, wieder einmal. Vielleicht für die Schrotflinte, ich weiß noch nicht. Na, erstmal. Zerhacken den Spaß. Eine Waffenkiste ist immer gut. Ja. Ist das? Kleiner Motor-Werkzeugtank? Kettensägen und Förderschnecken? Das habe ich leider noch nicht. Okay. Hab's da oben noch was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hinten ist nur Müll. Aber da können wir mal gucken. Wenn wir da rankommen, heißt es. Sieht erstmal nicht danach aus. Will hier nicht einbrechen. Naja, komm, scheiß auf den Müll. Wir holen uns jetzt den Sprit hier draus noch. Wow. Müll? Hm? Oh, Öl, sehr schön. Da freue ich mich. Du bist überlastet. Ja, ich weiß. Völlig. Jo, der Kopf war weg, würde ich sagen. Der war weg. Noch ein. Wunderbar. Schade, da oben komme ich gar nicht ran. Jawohl. Komm mal hier. Geh nochmal eine Runde ums Haus hier. Ach, Feder. Ist auch Feder. Ist doch noch eine Werkbank. Holz, Zement. Da. Geschmiedeter Stahl. Okay, die brauche ich nicht. Die kann ich zerlegen, die Scheiße. Da haben wir noch was Besseres. Leber. Hier gibt es einen Haufen Holz. For free. Ja, dankeschön. Huch. Oh, und eine Tasche versteckt. Das wusste ich nicht. Was haben wir hier? Geheime Schätze. Oh, geil. Klowasser. Wer liebt es nicht? Okay. Okay. Ja, gut, ich glaube, das war's hier. Ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Dann schwingen wir uns aufs Fahrrad. So, ein einfacher Klick hätte es ja auch getan, ne? Naja, gut. Nicht so schlimm. Gib Gummi. Let's go. La da 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 da. Duftsprüher. Einziges ist natürlich blöd, jetzt fahre ich hier an den ganzen schönen Vogelnestern vorbei. Na los. Gib Gummi, Alter. Da, da, da. Komm mal den Berg hier hoch, schafft er das? Oder war Eisen? Das habe ich doch gesehen. Ganz genau. So, gibt's eine schöne Belohnung dafür? Hoffe doch. Wow. Nice. Richard Mountainbike, Alter. Boah. Hä? Achso, der hat noch gar nicht auf. Müssen wir noch kurz warten. Ich entsinne mich. Okay, na dann lass das hier mal gut stehen. Wird uns ja Gott sei Dank angezeigt mit diesem Symbol. Das ist ja ganz nice eigentlich. Finden wir hier noch irgendwo ein Zombiechen, dem wir den Kopf wegpusten können. Das wäre schön. Das würde mich freuen. Ist hier irgendwo einer?
Ich sehe nichts. Nichts zu sehen. Mit den Öffnungszeiten ist ja schon ein bisschen nervig. Hallo. Keiner zu Hause hier. Ein Vogelnest. Ist es unberührt? Ja. Und ein Ei. Oh, jetzt sind wir aber voll, Alter. Dezent überfüllt, würde ich sagen. Joel, Alter. Komm, jetzt ist gleich 6. Um 6 macht er doch mal auf, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Huch, hier sind irgendwelche random Löcher. Wer war das? Ich weiß nicht. Tüdeldei. Eisen. Sofort gesehen. Aber er schmeißt mich ja gleich wieder raus, ne? Greifen die Zombies eigentlich mein Fahrrad an, wenn ich das hier irgendwo liegen lasse? Wenn jetzt hier irgendeiner vorbeistreift? Ich hoffe ja nicht. So, Joel. Da klar? Bin ich doch. Geht's los oder nicht? Oder schmeißt du mich raus? Boah. Hilfe. Der portet einen aber auch völlig random irgendwo hin, ey. Ja. Ja, ich wollte gerade vor einer Sekunde rein, hast mich rausgeschmissen. Habe ich Eisen dabei oder bin ich wirklich cool? Was hier? Ach, alter Stuhl, ja? Ja, ja. Jetzt. Oh, ach, das kann ich ja nicht zerlegen, weil es bei ihm ist. Oh, wie dumm ist das denn? Sein Eisen? Ja, ja. Ja, ich bin doch schon da. Yep. So. Was hast du hier? Tagebuch des Jägers, Mann 6? Geier. Hier gibt es noch einen Haufen Muni. Will mal ganz kurz schauen, haben wir schon Geier? Des Jägers war das, ne? Ne, Geier haben wir noch nicht. Ganz ehrlich, dann nehme ich das hier. Weil ich habe mir Muni in der Nacht gemacht auch. Dann nehme ich den hier. Was sind irgendwelche Aufgaben? Oh, es wird hier immer weiter weg. Okay. Was ist das? Wo denn? Da hinten. Okay. Das kriegen wir hin. Schade, dass man nicht mehr annehmen kann, oder? Oder kann man mehr annehmen? Nee. Man kann immer nur eine. Natürlich bitter. Okay, er hat immer noch dasselbe hier. Immer noch dasselbe. Wow, 44. Geil. Okay. Na gut, dann gehen wir mal nach Hause. Völlig aus der Puste, der arme Kerl. Ich glaube, das Fahrrad kann man auch ein bisschen beladen, ne? Hier ist so. Und den Berg hoch. Easy. Boah. Scheiße. Das ruckelt. Das ist wirklich die letzte Aufnahme für heute und dann muss ich mal alles bearbeiten und vor allem den bereinigen danach. Das wäre sehr schön. Damit es beim nächsten Mal nicht wieder so ruckelt. Die arme Platte tut mir ein bisschen leid. Oh, hier müssen wir wieder aufpassen. Ja, 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 ja. Ganz gekonnt, Alter. Wie ein Profi. Ohne Probleme. So, was haben wir denn jetzt alles am Blöde? Ich weiß es gar nicht mehr. Patronen. Oder Munition, besser gesagt. Wenig Benzin leider nur. Das können wir jetzt zerlegen. Das packen wir ein. Die Kunst des Bergbaus. Ach, da wusste ich nun gar nicht. Ich
Ich glaube, da wusste ich gar nicht, ob ich das schon kann oder nicht, oder? Warte mal. Die Kunst des Bergbaus. Ja, das können wir lernen. Voraus. So, da ist sowas, sowas. Wir bleiben auch weg, den Scheiß. Sonst sowas hier. Hier sind noch so eine. Hier ist noch Muni, die kann man noch hier reinpacken. Kunststoff-Schnulli. Siehst du, ich wollte mal gucken, was ich mit Kunststoff so machen kann. Keine Ahnung, Alter. Bin ich völlig überfragt. Leber, Stahl, Zement. Der kann weg. Messing, Pflaster, Stoff, Lehm. Leder, Tierfett, Knöchelchen, Sand, Blei, Holzenrauen, Meng. Hier ist noch eine Mod. Und weg, hier ist noch Eisen. Noch ein Ei. Hier ist noch eine Mod. Öl habe ich auch noch. Das kann ich auch noch weg. Okay. Was das? Den packen wir dahin. Nähset. Ja, hier war noch das trübe Wasser, was wir irgendwann mal noch mal kochen müssen irgendwie. So, das packe ich da rein. Das da rein. Pflanzenfaserschnulli. Okay. Das da. Sichtbereitmod. Sichtbereichmod. Da kann man noch nichts großartig mitmachen hier. Ich weiß ja nicht, bringt es hier großartig was auf die Schrotflinte? Minis. Man will ja gar nicht. Kann ich verstehen. Ist ja auch Quark. Wo ist meine. Wo ist meine Magnum hier? Ach nee, keine Magnum, einfach nur eine Pistole. Da ist mein Buch hier, das wollte ich auch noch lernen. Einmal lernen, bitte. So, einmal verändern. Die will er da auch nicht haben. Alles klar. Ich verstehe. Du willst es nicht. Wenn das Pech gehabt. So. Okay. Was haben wir hier? Haben wir nichts mehr. Hier haben wir Zement. Ein wenig. Zement. Weiter geht's. Ich in der Nacht mal ein bisschen eingeschmolzen. Jetzt haben wir da auch ein bisschen was. Ist doch wunderbar. Was brauchen wir denn? Bruchsand brauchen wir. Kleiner Stein und Zement. Na, viel mehr kriegen wir da nicht raus. Misch mal. Wir brauchen Sand irgendwie. Ach ja, wir wollten ja heute noch ein bisschen ausbauen, stimmt's? Mir war so. Pflastersteine. Ja, Pflastersteine müssten wir eigentlich auch machen. So ein Scheiß. Pflastersteine. Ach, und der Lehmbogen brauchen wir dafür. Ey, da kriege ich ja nicht viel. Habe ich noch was? Ja, ich noch Steine, aber keinen Boden mehr. Gleich noch Bohnen. Wir nehmen mal hier ein bisschen Bohnen raus. Und noch ein paar Steinchen. So, und dann machen wir hier erstmal Pflastersteine in rauen Mengen. Ja. Ja. Na, vielleicht nicht ganz so viel. Wir machen mal 1000. Das ist okay. So, na dann. Viel Spaß damit. Das packen wir erstmal hier wieder zurück. Genau. So, der macht hier Zement. Und dann müssen wir hier mal schauen, wie wir das hier so ein bisschen ausbauen können. Hier habe ich noch Rahmenformen. Wir brauchen Holz dazu. Beton lasse ich erstmal drin. Ja. So machen wir das. Wow, wow. Okay. Dann... Ne, jetzt zu hier. Keine Lust auf Besuch. So, okay. Dann wollen wir hier mal... Okay. Mach mal da. Erstmal. Zu dicht möchte ich da ja auch nicht ran. Und ich glaube, wir müssen es von unten noch stützen, ne?
keine. Mach mal zu hier, dann komme ich hier gar nicht hin lang, Alter. Stützen wäre, glaube ich, auch ganz nice. Mit und waren denn hier die Pfosten? Konstruktionen. Ja, mach doch ruhig. Wir mal umdrehen. Ja. Ja. So sollte das hinhauen. Mal hier gleich aufwerfen, dann müssen wir nicht nochmal raus. So, na Wunderbärchen. Komm mal auf hier den Namen. So, dann brauche ich hier wieder. Wie habe ich das denn kopiert hier? Einfach Copy Shape? Ah ja, Copy Shape war es. Wusste ich doch. Einfach so eine kleine Fläche hier. So. So, entschuldige ich den kleinen Cut. Irgendwie ist meine Aufnahme abgeschmiert, ohne dass ich es gemerkt habe. Also habe ich erst im Nachhinein mitgekriegt. Und jetzt haben wir schon wieder einen neuen Aufnahmetag. Fantastisch. Ihr seht es schon, ich habe hier schon gebastelt gehabt. Ich weiß gar nicht genau, was mein Plan damals war. Aber, ja, wir wollten hier so eine Plattform machen, glaube ich. Genau, das habe ich schon alles gemacht. Wunderschön. Und hier habe ich noch Hatschieren geschrieben, fand ich lustig. Und, ach ja, genau, ich erinnere mich, kurz bevor die abgeschmiert ist, kurz danach meine ich, habe ich noch einen ganz neuen Zombie-Typen gesehen. Das war so eine Alte im weißen Flatterhemd. Und die hat mich nur angeschrien. Ich habe die erstmal eine Weile beobachtet gehabt, war ganz witzig. Und auf einmal kam von dort eine Horde, von dort kam eine kleine Horde und von da hinten kam eine Horde, bis ich gerafft habe, dass die mit ihrem Schrei Zombies anlockt. Ja, so war das. Schade, dass die Aufnahme beendet wurde. Meine Platte ist einfach vollgelaufen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Aber egal. So, das haben wir hier errichtet. Es ist ja nun ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme, für mich zumindest, und der Blutmond lief ja eher suboptimal und daher habe ich Pläne gespielt. Das lief nicht so optimal und aus diesem Grunde möchte ich mich eigentlich ein bisschen vorbereiten auf den nächsten Blutmond und dafür werden wir jetzt ein bisschen Material brauchen, Holz, Boden, Stein, am besten noch Eisen dazu. Und das müssen wir machen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich das denn alles hinbauen möchte. Aber vielleicht hier von der Seite am Turm. Ich glaube, das ist ganz nice. Wenn die denn alle von hier kommen und hier steht denn unser Konstrukt, was wir im Laufe der Zeit basteln werden. Ja, ich glaube, so machen wir das. Und dann heißt es jetzt erstmal Holzfällen ohne Ende und eine Eisenader suchen. Das wäre super. Dann kriegen wir nicht nur Boden und Stein, sondern auch gleich noch Eisen dazu. Das würde ein Optimum darstellen. Whoop. Wo ist denn mein Fahrrad? Bin ich hier frei? Brauche ich hier... Das lasse ich hier mal alles. Ja, mein Buchstabenschild hier. Wundervoll. Nehmen wir den Schnulli hier rein. Das kann ja eigentlich weg. Das brauchen wir eh gleich alles. So. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Proviant mit, würde ich sagen. Ein bisschen Wasser. Und was zu futtern. Mampfen. Muss mich hier auch wieder ein bisschen orientieren. Entschuldigung. Können wir doch hier noch eine Runde Eier mit Speck machen auf die Schnelle? Mach mal. Ach, hier sind ja auch drei drin. Das ist ja wunderbar. Dann mach mal. Dann nehmen wir noch einen vierten mit. Superbel. Ist hier noch irgendwas drin, was wir rausnehmen können? Zement haben wir hier. Das ist ganz fantastisch. Das brauchen wir dann natürlich auch. Oder haben wir ja sogar ein bisschen. Das ist ja perfekt. Okay. Ich muss mal ganz kurz schauen, was haben wir denn? Okay, ein bisschen Stein haben wir noch, Eisen haben wir auch noch ein bisschen, Boden haben wir auch noch ein bisschen, aber ich möchte mir schon gerne so einen kleinen Vorrat anlegen, dass wir
ganz in Ruhe sehen können. Das wäre ein Traum. So, der ist fertig. Mach aus den Scheiß. So, was zu essen haben wir. Der Krug kann ja auch mal weg. Und der kann auch wieder hinfort. So, okay. Ich glaube, wir sind ready. Das sieht ganz gut aus. Laden hier mal schon alles vor. So, und diese komische Screamer-Tante, die kann jetzt natürlich jederzeit spawnen, wie ich gelesen habe. Ich hoffe natürlich nicht, dass die mir irgendwie auf den Sack geht, wenn ich in Ruhe buddeln will. Das wäre natürlich schlecht. Das Fahrrad nehmen wir mit. Oh, das ist hier aber ganz schön eng. So. Wir fahren erstmal zu unserem... Kann ich hier mal ganz kurz... So. Okay. Dann gehen wir erstmal zu unserem kleinen Walde hier hinten und holzen alles ab hier. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Und danach geht's weiter auf der Suche nach Eisen. Bum, bum, bum. Ach, das ist herrlich. So, und ich hatte auch gesehen, wir können ja sogar Stahl schmieden, aber da brauchen wir so einen Scheiß, wie so einen Schmelztiegel, ne? Also das wäre ja ganz cool, wenn wir da irgendwann mal ein Rezept für kriegen würden, oder wenn der gute Joel das mal verkaufen würde. Das wäre ein Traum. Weil ich glaube, langsam wird auch das Eisenwerkzeug hier ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, es ist jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei. Stahl wäre schon nicer. So, die Ausdauer, Jung. Boah. Na gut, ich glaube, ich schneide das hier. Das wird ein bisschen dauern, bis ich die Bäumchen hier gefällt habe. Oder wir machen es ganz anders. Kommt, wir machen es ganz anders. Ich mache das Ganze hier offscreen einfach weiter. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn der Wald hier abgeholzt ist. Und ja, so machen wir das. Okay. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder mit gerodeter Fläche und wir verfolgen unseren Plan weiter in der Hoffnung, dass wir demnächst anfangen können mit Bauen. Bis dann!